So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und heute haben wir wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Wir waren nämlich mal wieder unterwegs im, was war es diesmal, Lidl und da habe ich ein Kartoffelomelett entdeckt. Das sieht so aus, eingeschweißt, schon so fertig, ich weiß nicht, ich glaube ich habe in meinem ganzen Leben bestimmt nur ein- oder zweimal Omelette gegessen, wusste gar nicht, was kommt denn daran, was ist Omelette an sich eigentlich und naja, hab dann damals mir so selbst irgendwas zusammengemischt, jetzt habe ich das so gesehen, fertig, eingeschweißt für die Mikrowelle oder für die Pfanne, je nachdem wo ihr das machen wollt, im Lidl Kartoffelomelette mit Paprikasalami, das ist nämlich ganz Besonderes von der Firma Sol und Mar. Producto Español, ist also aus Spanien, Tortilla con Chorizo, da gab es auch verschiedene, das Chorizo ist jetzt, weil da diese Paprika-Salami dabei ist, dann gab es noch eins mit Spinat, glaube ich, dann gab es noch eins mit irgendwas anderem, ich glaube es gab vier verschiedene Sorten, aber mich hat auf jeden Fall das mit der Paprika-Salami am meisten interessiert, deswegen habe ich gedacht, nehme ich das mit. Und da steht auch hinten drauf, spanisches Kartoffelomelett mit Paprikasalami, bla 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 bla, gebratene Zwiebeln, ja okay, pasteurisiertes Flüssiggel, Paprikasalami, Schweinefleisch, Paprikapulver, Speisesalz, Knoblauch, gebratene Zwiebeln, Olivenöl, Speisesalz, Zitronensaft, rote Paprika, bla bla bla. Och Adi, guck dir an, was er wieder macht. Jetzt habe ich extra das nicht festgeschraubt, weil ich dachte, für den kurzen Zwischenklick wird das schon gehen. Und dann macht mir der Adi wieder einen Strich durch die Rechnung. Das ist auf jeden Fall interessant. 4 Minuten Mikrowelle werde ich jetzt mal ausprobieren. In der Pfanne wird es bestimmt besser schmecken, aber es geht ja nicht um Geschmack. Doch, eigentlich schon. Wir probieren das jetzt in der Mikrowelle 4 Minuten lang. Gucken uns das mal an. Hier seht ihr nochmal die Rückseite, ne? Ist auch uninteressant. 500 Gramm auf jeden Fall. Und da bin ich mal gespannt, was uns jetzt erwartet. So, da ist es auf jeden Fall zurück. Das Kartoffelomelett. Guckt euch das mal an. Sieht aus wie eine Pizza, ne? Aber irgendwie anders auch. Und das riecht verdammt gut. Also wenn es so schmeckt, wie es riecht. Man sieht auch überall die Kartoffelstückchen. Ich zeige das jetzt nochmal anders. Ich muss den Adi kurz wegpacken. So, das seht ihr mal von der Seite. Da schön das ganze Öl und Fett, wie es raustropft. Aber das sind dazwischen natürlich hier die Kartoffelstückchen. Das werden wir jetzt mal aufschneiden und mal probieren. Hier, guckt euch das mal an. So sieht das also in der Mitte aus. Die verschiedenen Schichten von den Kartoffeln übereinander, Soße dazu, alles mögliche. So, wir nehmen mal hier vom Rand ein Stück, so ein Dreieck, haben wir jetzt abgeschnitten. Jetzt verstehe ich das erstmal, Kartoffelomelett. Eigentlich besteht Omelett ja eigentlich aus Eiern. Und das besteht halt eben nicht aus Eiern, sondern aus Kartoffeln. Ist aber nicht schlimm, Kartoffeln sind ja gesund. Außer ihr isst sie so als Fertigprodukt, als Omelette. Dann schmeckt es irgendwie nach Kartoffeln, ist aber doch nicht gesund. Hat aber irgendwas ähnliches wie ein Kartoffelauflauf auf jeden Fall. Und ich muss sagen, es ist interessant. Würde ich sogar nochmal kaufen, würden mich sogar die anderen Sorten auch noch interessieren, die es noch gab. Und die mit Gemüse noch bei. Irgendwas Frisches fehlt aber, vielleicht könnte man noch so eine Creme Fraiche oben drauf machen, weil so schmeckt es eigentlich ein bisschen wirklich nach Kartoffeln und einfach nur kartoffelig, kartoffelig, kartoffelig. Aber irgendein anderes Ambiente fehlt, wenn man so Ofenkartoffeln hat mit so Sour Cream oder Quark oder irgendwas. Das ist ja auch genial zum Zwischendurch einfach mal essen. Wäre hier vielleicht auch noch eine gute Wahl beim Kartoffelomelett noch ein bisschen Quark dazu oder so Sour Cream oder irgendwas anderes. Da kann man ja nach Belieben sich noch was gönnen. Jetzt werden wir aber aus der Mitte noch mal ein Stück rausschneiden. Boom, seht euch an, das esse ich jetzt mit einmal. Nein, mache ich natürlich nicht.
Wir wollen mal eins, wo ein bisschen mehr Wurst mit dran hier am Rand ist, glaube ich. Da sieht man doch Wurst. Jetzt bin ich schon wieder da am Rand. Hier ist auf jeden Fall was Rotes dabei. Da müsste Paprika und vielleicht auch von der Salami was mit dabei sein. Da habe ich jetzt auch was Härteres gebissen. Was keine Kartoffel war. Das scheint jetzt ein Stück von der Wurst gewesen zu sein. War aber auch in Ordnung, kann man auch essen. Ja, finde ich gut. Die Konsistenz passt eigentlich auch. Kann man schön schneiden. Ist wie ein riesengroßer, dicker, fetter Kartoffelpuffer. Und den gönne ich mir jetzt. Ich guck mal drüben, ob ich noch irgendwas habe. Vielleicht packe ich noch ein bisschen Remoulade drauf. Das passt zwar vielleicht nicht ganz so gut, aber ich weiß auf jeden Fall, dass noch Remoulade da ist, die weg muss. Von letztens, weil wir irgendwas anderes gegessen haben. Aber es ist auf jeden Fall mal was anderes und mal was Besonderes. Also Kartoffelomelett mit Paprikasalami, mit spanischer Paprikasalami aus dem Lidl. Kann ich empfehlen, finde ich gut, schmeckt wunderbar. Wenn ihr das auch mal testen würdet, schreibt es mal in die Kommentare. Oder wenn ihr das sogar schon kennt, schreibt es mal in die Kommentare. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.